Samstag aufschlafen. Bijou, 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 bijou. Was? Die hat gesagt, darfst du zu mir mit, ich meine mit mir in die Stadt zum Spielplatz gehst und mir Spielzeuge kaufst. Was? Ja, weil du gestern so böse warst. Oh. Komm schon, lass uns losgehen. Es ist 8 Uhr morgens. Ich will weiter schlafen. Wir haben Samstag. Aber. Lilly, geh in dein Zimmer. Nö, ich will jetzt in die Stadt. Daddy hat es gesagt. Millie, hör auf. Ich will weiter schlafen. Die Geschäfte haben schon offen. Na gut, aber nur heute. Dann lässt du mich für immer in Ruhe. Samstag und sonntags wenigstens. Ja, versprochen. Gut, dann geh noch eine Viertelstunde in dein Zimmer. Ich mach mich fertig. Okay, aber brauch nicht zu lange. Hallo? Hi, ich bin's Danny. Hast du Lust, heute Morgen schon zu mir zu kommen? Danny, es gibt da ein Problem. Oh, komm schon. Sonst können wir uns ja nie mehr nach verabreden. Ich hätte voll Lust, shoppen zu gehen. Ich würde's ja gerne. Aber wegen meinem tollen Date musste ich gestern von meiner Verabredung absagen, sag ich jetzt mal. Mitten im Essen. Nur weil ich zum Abendessen muss. Jetzt muss ich mit meiner kleinen Schwester Millie in die Stadt gehen, auf den Spielplatz und mit meinem Geld auch noch ihre Spielzeuge bezahlen. Also ich weiß nicht, Bijou. Irgendwie glaube ich, dass du keine Lust auf mich hast. Wie bitte? Was soll das heißen? Ich würde mich natürlich gerne mit dir verabreden, aber im Moment habe ich nicht so viel Zeit. Verabreden wir uns doch heute Abend schon im Kino. Also ich weiß nicht. Naja.